Als erstes musst du den gekauften Blätterteig ausrollen und halbieren, wenn ihr zwei Personen seid. Die wieder abgekühlte Butter auf den Teig verteilen. Den blanchierten, aber kalten Spargel darauf legen. Den Parmesan nicht vergessen. Und das auch nicht. Den Blätterteig zu einem Paket formen. Und mit Backpapier auf ein Blech tun und hinein in den Ofen. In der Zwischenzeit, bis der Blätterteig seine gewünschte Bräune hat, kann man die Hähnchen braten. Besser ist, wenn man immer zwei Pakete macht, weil eins geht meistens kaputt.